Ein herzliches Willkommen zurück hier in einem neuen Factorio Tutorial. Wir spielen nach wie vor Version 15.16. Mein Name ist Doskias und wir haben dabei den Lappo. Hallo. Hallihallo. Eigentlich wollte ich eine Granate werfen während deiner Anmoderation, aber ich konnte mich gerade noch so zusammen. Da hast du noch mal Glück gehabt, sonst hier gleich hier, zack, raus und ich mache alles alleine. Ja, wir hätten wir neu anfangen müssen. Nö. Ich hätte immer mitspielen dürfen. Warum sind wir eigentlich hier? Ich habe gehört, wir wollen coole Zugstrecken bauen und unseren Zuschauern das ein bisschen näher abbringen. Genau, denn ich habe eine Anfrage bekommen vom guten Andreas Graser. Der hat gefragt, beziehungsweise er hat geschrieben, Hallöle, kannst du eventuell ein einfaches Tutorial machen für ein Zwei-Weg-System, unter anderem mit Kreuzung? Und ja, können wir auf jeden Fall. Wir werden auch ein bisschen mehr machen, wie nur zwei Schienen setzen und eine Kreuzung. Wir werden uns auch ein bisschen die Kreisel angucken und auch ein paar Vergleiche ziehen zwischen Kreisel, Kreuzung und gucken auch so die Vor- und Nachteile von so einem Zwei-Spuren-System gegenüber einem einfachen Einspuren-System. Und ich würde sagen, für den Anfang zum Einstieg können wir eigentlich auch gleich damit mal anfangen, dass wir einfach mal, ich setze mal hier eine gerade Schiene eben. Wow, Hammer, ich setze mal eine daneben. Genau, du setzt eine daneben und schon haben wir quasi ein Zwei-Spuren-System. Und ich werde jetzt nebendran noch eben das Einspuren-System parallel hinsetzen. So. Ich bin mal so frei und setz einfach mal sowas dahin. Ja, du kannst darauf kommen wir gleich zu sprechen. Gehen. Ja, ich werde einfach schon mal loslegen. Okay. Folgendes. So, beim Zweispurensystem haben wir natürlich den sehr großen Vorteil, wir haben eine Spur in unserem Fall nach oben und die andere Spur kann verwendet werden, um nach unten zu kommen, ohne dass sich irgendwie Züge gegenseitig ausbremsen, logischerweise. Das haben wir natürlich bei links nicht. Links Einspurensystem haben wir natürlich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn da jetzt zwei Züge in zwei verschiedene Richtungen wollen, dann müssen wir hier halt so eine bescheuerte Ausweichspur setzen. Scheiß Autosave. Eine Spur halt setzen, wo wir dann sagen, okay, pass auf, hier geht's rein, du kommst von da hinten rein und raus dürft ihr natürlich nur auf den überliegenden Seiten. Oh, jetzt habe ich's. Ah, Lappern, falsches Zeichen. Da kommt hast du schon Kettensignale gespoilert jetzt hier? Was heißt gespoilert? Es gibt schon. Ja, ja, okay. Es gibt Tutorials Zugsystem 1 und 2. Wer sich mit dem Einschienensystem da ausführlicher beschäftigen möchte, da gibt es diese Tutorials. Denn durch die, ich sag mal, durch den neuen Patch 15 hat sich da eigentlich nicht wirklich viel getan. Es gibt ein paar kleine Unterschiede so zum Steuern von Bahnhöfen, aber das soll jetzt in diesem Tutorial nicht der Fall sein. Und Lappo? Ich war's nicht. Nein, überhaupt nicht. Die Katze war's. Die Katze. Du, mich auch. Bitte, Lappo. Ich hab noch Drohnen, die reparieren das. Ich hab nicht gedacht, dass das sofort kaputt geht. Ja. Sorry. Ja, weiter im Text, bitte. So. Entschuldigung. Weiter im Text jetzt. Also, wie gesagt, wenn ihr da mehr wissen wollt, was auch das ganze Zugsystem angeht mit den Steuerungen von Bahnhöfen und man kann natürlich auch Signale steuern mit Kabeln, einfach ins Forum oder in die Kommentare schreiben, dann kümmern wir uns da auch noch drum. Aber heute soll mal erst sein, nichts mit Steuerung, mal ausnahmsweise mal nichts damit, sondern rein nur Signale und hier Schienen. Und wir gehen jetzt erstmal, ja, wie gesagt, die Vor- und Nachteile hier jetzt. Links brauchen wir halt diese Ausweichspur, rechts brauchen wir sie nicht. Das ist der erste Vorteil. Ein kleiner Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn jetzt ein Zug nach oben fährt auf der rechten Seite und er möchte nach links, muss er natürlich zwangsweise die linke Spur kreuzen. Das haben wir links natürlich nicht. Das heißt, wenn wir hier jetzt links abbiegen wollen, müssen wir hier entweder so eine dumme Kreuzung hinsetzen. Sprich, wir haben hier schon eine Kollision, dass der Zug, der von oben kommt, natürlich hier warten muss, falls ein Zug von unten nach links möchte. Das haben wir hier das Problem natürlich nicht, weil wir hier ja nur ein Schienensystem verwenden. Hier warten halt dann die Züge hier an dieser Ausweichspur. Und entweder man löst das so, wie der Lappo das jetzt hier hingesetzt hat, dass man halt hier die Signale hat und hier diese Kettensignale. Die sind relativ wichtig. Man könnte natürlich logischerweise auch ein normales Signal hinsetzen, aber das hat gewisse Nachteile. Das bremst einem das Zugsystem aus. Ich hole mal ein paar Züge her, dass wir das sehen können. Ich habe auch welche.
Ja, aber du weißt ja nicht, wo ich sie hinsetzen möchte. Kannst du mir schon denken. Jetzt sag nicht, das war falsch. Doch. Okay, dann baue Die sie halt wieder ab. Signale haben sich ja nicht geändert. Du musst sie natürlich da hinsetzen, wo die Signale Ja, du beeinträchtigt kannst sie doch werden. Und fahren lassen. ja. Lappo! Da. So, kannst du fahren lassen. Ja, dann hol mal Sprit. Ach so, Sprit, ja. So. Raketenbrennstoff. Der Zug steht jetzt hier auf der linken Spur und wir sehen, hier haben wir jetzt ein blaues Signal. Hätten wir jetzt hier kein Kettensignal, hätten wir hier dieses Zugsignal. Okay. Die Beeinträchtigung ist jetzt hier momentan nicht sehr groß. Es sieht gleich aus. Der Vorteil von diesem Kettensignal ist einfach, dass dieses Kettensignal auf beiden Seiten funktioniert. Sprich, dieses Kettensignal überprüft einmal, was dieser Inhalt hier ist, einmal, was dieser Inhalt ist und einmal, was dieser Inhalt ist. Das heißt, wir müssen die Strecke hier mal ganz kurz ein Stückchen erweitern und so, damit wir nämlich dieses Signal hier sehen. Das Signal Wie wird hast natürlich auch. wie, Ah, wie, wie? Lapo. Du fliegst jetzt hier gleich raus. Ja, okay. Ich hab's absichtlich getan. So, kurz ein paar Dinge geklärt. Ich hoffe, jetzt kriegen wir das besser hin. Also, nochmal zu den Signalen eben kurz. Das Kettensignal hier, man sieht's, es ist blau. Blau heißt quasi. Es ist was blockiert auf der Strecke, aber nicht alles. Also rot heißt ja, der Zug soll nicht fahren, weil alles quasi blockiert ist. Sprich, nach oben wäre blockiert, nach links wäre blockiert oder auch andernfalls nach unten. Wobei nach unten juckt uns nicht, weil der Zug kann ja hier schlecht nach unten fahren. Blau in dem Fall heißt, okay, irgendwas ist blockiert, aber nicht alles. In unserem Fall, das ist grün, also muss es an diesem Signal liegen. Nochmal zum Vergleich hier. Hier ist es immer grün. Das heißt, wenn dieser Zug hier nach links fahren möchte, wir können es ja mal demonstrieren, also er würde quasi fahren und würde hier stehen bleiben, weil ja hier das Signal rot ist. Heißt für uns, tja, scheiße, der Zug steht jetzt mitten auf der Kreuzung und alle Züge, die von oben kommen, können natürlich nicht mehr durch. Deswegen brauchen wir gerade an solchen Stellen, an Kreuzungen, dieses wunderschöne Kettensignal. Es wird blau, somit kann der Zug sich entscheiden, okay, wenn er nach links möchte, dann ist dieses blaue Signal für ihn rot. Das heißt, er bleibt hier stehen. Möchte der Zug geradeaus, kann er das ohne Probleme und er fährt einfach geradeaus. Wir können ja auch mal eben kurz das einfach kurz zeigen. So. Wir setzen hier auch mal eben den Bahnhof hin. So, das nennen wir einfach mal, dass wir das auch wissen. Nennen wir das links und das nennen wir geradeaus. So. Wir koppeln die Züge am besten noch ab. Mit V kann man Züge abkoppeln. Mit G kann man sie wieder ankoppeln. So, wenn wir jetzt den Zug nehmen und sagen, er soll nach. Nee, warte halt. Er soll geradeaus und er soll nach links. So, damit die jetzt nicht gleich aufeinander krachen, mache ich hier noch ein Signal eben kurz rein. Sag dem schon mal starten und dem auch starten. Er fährt ohne Probleme rein. Er bleibt stehen. Und klar, es ist jetzt rot hier, weil natürlich links und rechts blockiert ist. Aber wenn ich diesen Zug hier wegnehme, beziehungsweise hier ein Signal hinsetze, sehen wir da unten, ist wieder blau. Aber trotzdem fährt der Zug nicht, weil er möchte hier nach links. Wenn wir jetzt hier ein Signal hinsetzen und sagen, hier wäre frei, dann fährt er natürlich auch hoch. Ist natürlich in der Hinsicht jetzt ein bisschen bescheuert. Deswegen machen wir es mal ein bisschen größer. So, zack. Und um das ganze Problem jetzt hier, kann man natürlich sagen, okay, das ist natürlich trotzdem immer noch doof, wenn der hier steht. Beziehungsweise, wenn hier blau ist, dann steht der ja. Wie wir hier sehen können. Und machen wir das auch nochmal weg. Damit wir das trotzdem noch nutzen können, können wir ja sogenannte, auch ebenfalls ein bisschen vom Einspurensystem jetzt natürlich ein bisschen abgekupfert, können wir hier einfach eine Ausweichspur für die Züge bauen, die quasi immer noch geradeaus wollen. Natürlich brauchen wir auch dann hier wieder dementsprechend Signale. Können wir ja hier eins setzen. Wichtig ist, das Kettensignal, was wir hier vorne haben, muss natürlich jetzt hier hinten sein.
Wir machen das mal wieder weg. Weil er muss sich ja hier vorne entscheiden. Und nicht hier vorne. Weil wenn er hier entscheidet, er will nach geradeaus und es ist rot, blockiert er natürlich die Spur für links. Ist klar. Wenn er sich aber hier entscheiden kann und er sieht schon von vorne rein, geradeaus geht nicht, kann es gut sein, dass er auch hier erstmal rechts rumfährt. Und die anderen Züge können immer noch hier schön nach links abbiegen. Das zu jetzt einer, ich sag mal, simplen Abbiegung, bei dem eine Kreuzung entsteht. Möchte natürlich der Zug nach rechts, ist es keine Frage, dann ist es relativ easy. Er kann einfach nach rechts fahren und es hat sich erledigt. So, jetzt können wir uns ja mal eine etwas andere Sache angucken. Und zwar einfach mal eine simple Kreuzung. Mal gucken, was der Lappo da baut. Ja, ich habe, mir ist gerade was eingefallen, was wir im Let's Play hatten. Und ich finde, da kann man das mit den Kettensignalen nochmal sehr, sehr gut sehen. Ja, gerne. Weißt du noch, wir haben ja, oh, jetzt spoilere ich die Folge, die erst morgen kommt. Ja, aber das Tutorial kommt nicht morgen. Ja, stimmt. Das kommt später. Also ja. So gesehen spoilerst du nichts. Außer die Leute haben es noch nicht angeguckt, aber dann sind sie selber schuld. Ja, dann sind sie selber schuld und dann schämt euch bitte. Genau. Und zwar haben wir ja dann den Bahnhof neu gebaut. Ihr erinnert euch ja sicher, die Folge hier kommt nämlich, das Tutorial hier kommt nämlich nach der Folge raus. Oh Mann. Dass wir da auf ziemlich geringem Raum mehrere von diesen T-Kreuzungen haben. Oh ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, ja. Ja. Also dafür, wie man Kettensignale richtig einsetzt. Und auch allgemein. Und zwar ist es hier wichtig, dass wir die Signale nicht in die Kreuzung setzen. Ja. Ist immer, immer ganz, ganz wichtig. Also das ist wirklich eine Grundregel. Weil wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwo ein Signal reinsetzen würde, auch wenn es ein Kettensignal wäre, sagen wir mal, wir setzen da eins hin, damit der Zug stehen bleibt, der von rechts kommt, wenn einer von links nach oben will. Okay. Ist natürlich Schwachsinn, geht nicht. Der muss wirklich vor dieser gesamten Kreuzungsanlage stehen bleiben. Damit natürlich die Kreuzung nicht irgendwie verstopft. Genau, ja. Angenommen, der fährt jetzt hier rein, der Zug. Warte mal, ich habe ja noch einen Zug. Genau, du musst es ein bisschen zeigen, weil ich sehe dich ja auch nicht. Ja. So, und der soll da stehen bleiben, wo er jetzt steht. Ja. Weil der, ich habe jetzt keine Züge mehr im Inventar, der Güterwaggon von links hat Vorfahrt. Nee. Guck mal, jetzt habe ich selbst hier Kettensignal vergessen. Habe ich jetzt alle? Ja, ja. Ja, genau, der Zug hat Vorfahrt, der mit dem Güterwaggon. Wir hätten auch die Farbe ändern können, aber ist egal. Ja. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der nicht mitten in der Kreuzung steht, weil wenn jetzt hier hinten wieder einer kommt, ich baue schnell ein, ich kann das ja einfach so machen. Da wäre unendlich viele. Der will ja auch weiter geradeaus fahren. Eventuell. Oder vielleicht will der hier abbiegen. Direkt. Achso. Also im Endeffekt kann keiner fahren, sag ich mal. Ja, es kann keiner fahren. Wenn der jetzt, sagen wir, hier abbiegen wollte, würde er ja auch nicht können. Richtig. Weil er wartet hier, der wartet hier und er verstopft das ganze Signal. Genau. Die ganze Kreuzung, nicht das Signal. Ganze Kreuzung, ja. Gut, die Kreuzung ist jetzt auch, muss man ja mal sagen, ziemlich suboptimal, wobei man damit auch, glaube ich, schöne Sachen bauen kann. Aber sind wir dafür hier? Nee, ne? Nein. Schade, okay. Dann weiter im Text oder so? Ja. Mach du schon mal weiter, ich baue hier noch ein bisschen rum. Achso, du baust hier noch rum, okay. Ja, nee, ich dachte, du willst was zeigen damit. Okay. Ja, wollte ich ja, wie wichtig Kettensignale sind. Ja, ja, ich dachte, du bist noch nicht fertig. War das oder war das schlecht? Nein. Hat jeder verstanden? Ja, gut. Hat jeder verstanden. Wenn nicht, wisst ihr ja, wo rein. Forum, Kommentare, ne? Ja. Ich hoffe, ich gehe da nicht zu sehr den Leuten auf den Sack. www.nation42.de oder forum.nation42.de. Doch, also eigentlich Nation, heißt es Station42. Ja, schon besser, schon besser. Ja. Schon besser. Aber so, dass es auch die Leute verstehen, die kein Englisch sprechen. Natürlich. Ja.
Gut, So, du baust natürlich jetzt hier eine wunderschöne Kreuzung, die optisch nee, die sieht absolut Chaos scheiße ist. aus. Ja, natürlich, war auch völlige Ironie. Bau du mal deine Kreuzung, während ich. Ja, meine Kreuzung. Deine komische Kreuzung, ne? Also. Meine schöne. Bau deine Kreuzung, ich gehe mal über zu den Kreiseln eben. Ja, bau du mal Kreisel, ich baue Und da Kreuzung. gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz woanders hin, dass wir da nicht abgelenkt werden. Ich habe auch schon ein paar Blueprints gemacht. Unsere Standard-Blueprints, die wir eigentlich auch häufig nehmen. Das hier zum Beispiel wäre einer dieser Kreise, die wir auch im Let's Play nehmen. Ich lasse mal das kurz eben von den Drohnen bauen. Schön an dem Kreisel ist, wir können auch hier jederzeit einfach drehen und quasi neu anbauen. Den Kreisel gibt es dann auch mit schrägem Anbau, also wir könnten dann auch hier noch einen hinsetzen oder da. Wie auch immer. Machen wir es hier noch einmal ran, so. Der Vollständigkeit halber. Signale müssten, glaube ich, genug im System sein. Ah, okay. Packen wir hier noch welche rein. So. So. Hier haben wir natürlich erstmal den Vorteil an diesem System. Klar, Regel Nummer 1. Auch bei Kreiseln gilt das. Es dürfen keine Signale im Kreisel sein. Das heißt, wenn ihr hier an diesen Stellen hier Signale setzt, funktioniert es zwar. Also sie blinken nicht. Aber hier ist wieder die potenzielle Gefahr, dass halt hier ein Zug stehen bleibt und das Ganze könnte verstopfen. Deswegen ist für uns einfach, für mich, ich habe schon immer gesagt, das ist Regel Nummer 1, nie irgendwelche Kreuzungen, Kreisel etc. mit unnötigen Signalen vollstopfen. Und hier könnten wir auch nochmal das schöne Prinzip sehen von diesen Kettensignalen. Am besten machen wir kurz einen Kreisel in alle vier Richtungen. Jawohl. So, mal angenommen, wir haben jetzt hier einen Zug. Der steht hier, der möchte jetzt nach da oben. Hat natürlich momentan kein Problem. Wenn wir jetzt hier mal die Kettensignale austauschen mit stinknormalen Signalen, hat der Zug natürlich in der Hinsicht erstmal auch kein Problem. Der Zug wird reinkommen. Der Zug sagt, ich möchte nach oben. Also fährt er nach oben. Aus irgendeinem Grund wissen wir jetzt nicht warum. Da oben, man kann ja auch direkt einen Bahnhof zum Beispiel an Kreisel bauen. Dann hätte man das rote Signal eh hier. So, aber in diesem Augenblick wäre jetzt hier ja rot. Der Zug steht, hier ist rot. Würde jetzt ein zweiter Zug kommen, egal von wo, der auch hier hoch möchte, hat er ja trotzdem grün. Logischerweise, was macht er natürlich, wenn er grün hat? Er fährt weiter. Sprich, er fährt hier in den Kreisel rein, bleibt hier stehen und siehe da, wir haben natürlich wieder den Kreisel verstopft und jetzt funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Ihr seht, hier ist rot, sprich schon alle, auch hier ist rot, alle drei bzw. alle vier Einfahrten sind jetzt gesperrt. Egal von wo jetzt ein Zug kommt, hier passiert gar nichts mehr, solange dieser Zug sich nicht bewegt, damit dieser Zug reinfahren kann. Deswegen müssen wir das mit den Kettensignalen regeln. Und ich habe auch hier schon eine weitere Regel für Kettensignale. Ihr könnt prinzipiell Kettensignale immer dann verwenden, wenn es irgendwo reingehen soll. Also bei Kreuzungen in die Kreuzung rein, ein Kettensignal, aus der Kreuzung raus, ein normales Signal, beziehungsweise beim Kreisel ein Kettensignal rein, beim Kreisel raus, ein normales Signal. Bei Bahnhöfen ist es witzigerweise genau andersrum. Wenn ihr in den Bahnhof reinfahrt, braucht ihr ein normales Signal. Wenn ihr aus dem Bahnhof rausfährt, dann braucht ihr das Kettensignal. Aber zu den Bahnhöfen kommen wir noch später. Und ich befürchte sogar, dass es ein Zweiteiler wird wahrscheinlich. Ja, ich möchte ungern Tutorials auf 40 bis 50 Minuten strecken. Ist Ja. sonst, glaube ich, auch zu anstrengend. So, zurück zu den Kettensignalen. Hier haben wir Ich würde jetzt. gern auch noch kurz, wenn ich darf. Ja, lass mich noch kurz diesen Kreisel erklären Ja. voll. Dann komme ich zu dir runter. Hier haben wir ja jetzt unsere Kettensignale, wie wir vorhin schon erklärt bekommen haben von mir, haben wir ja hier jetzt die blauen Signale. Natürlich, wenn dieser Zug nach oben möchte, dann wird dieser Zug natürlich hierher fahren und hier stehen bleiben. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, Moment mal, aber jetzt steht er ja zwar nicht im Kreisel, aber jetzt steht er vor dem Kreisel und verstopft die rechte Spur. Ja, das ist richtig, er verstopft die rechte Spur, aber nichtsdestotrotz können Züge von hier oder auch von hier reinfahren. Das ist schon mal ein Vorteil 1. Vorteil 2, die Züge können auch
hier wieder rausfahren. Also es ist quasi nichts verstopft. Es ist nur in die Richtung verstopft, indem es natürlich rausgeht, logischerweise. Wir können, yeah. Man könnte natürlich jetzt hardcore-mäßig auch sagen, okay, wir machen einfach nach jedem Kreisel Ausweichspuren, 3, 4 Stück, dann können die nach jedem Kreisel immer warten, aber das ist unnötig. Also, ich habe es bisher noch nie gebraucht und wir spielen mittlerweile auf unserem privaten Server, wir sind jetzt bei 180 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht irre, in diesem Spielstand und wir haben zwar ein 4-Spuren-System, aber Wartebahnhöfe vor oder nach den Kreiseln hatten wir noch nie. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich denke, was jetzt die Kettensignale angeht und die normalen Zugsignale, hoffe ich, dass man die Wichtigkeit dieser Zugsignale, was Kreuzungen und Kreisel angeht, gut erklären konnte. Zu den Bahnhöfen kommen wir dann noch später. Jetzt, was auch immer du sagen möchtest, bist du dran. Ja, was ich noch ganz, ganz wichtig betonen muss, ist, dass man auf längeren Strecken auch Signale setzt. Da sonst, also ich sag mal, die Signale unterteilen die Schiene in Blöcke, ja? Genau. Und es darf sich immer nur ein Zug in einem Block befinden. Das heißt, wie man hier jetzt schön sieht, habe ich jetzt hier nochmal die Schiene ein bisschen verlängert und ein Signal gesetzt. Ich habe das jetzt, wenn man auf Signal drauf geht, sieht man ja, wie viele Weichen dahin passen. Das geht, Ganze geht leider nur bis 5. Ja, leider. Von Factorio aus. Ich sag mal, wenn man einen Zug mit 2 Zügen und 4 Hängern hätte, dann würde der da gut reinpassen. Und das ist wichtig. Eure Blöcke müssen immer so groß sein, wie euer längster Zug ist. Richtig. Also, man könnte auch schon fast sagen, guckt einfach, dass ihr ein gutes System entwickelt für eure Züge. Also, wenn es nach mir gehen würde, ich würde eigentlich immer schauen, dass egal um was für ein Zug es sich handelt, ob das jetzt ein Eisenerzzug ist, ein Eisenplattenzug, ein Ölzug oder weiß der Geier was, dass sie einfach immer ungefähr die gleiche Länge haben, weil dann habt ihr nicht das Problem mit unterschiedlichen Signalen, Längen, sag ich mal. Aber falls ihr das nicht möchtet, wie manch anderer, der dann sagt, ja, ich möchte einfach unterschiedliche Längen haben, dann, wie Lapo schon sagt, müsst ihr natürlich gucken, dass eure Signallängen immer dem längsten Zug angepasst sind. Sonst kriegt ihr natürlich das Problem, das können wir eigentlich mal gern zeigen. Genau. Ja, machen wir das mal so. Jetzt setze ich mal hier einen Zug eben hin und wir setzen hier oben einen Bahnhof hin, dass ich auch einen da hochschicken kann. Das nennen wir mal eben Test. Und hoppla, halt nicht dahin, sondern genau. Da. Und natürlich hier noch schön am besten, wie du es gerade gesagt hast. Und der fährt natürlich jetzt an Test ran. Der wird natürlich dann merken, oh, scheiße. Und dann passiert natürlich das. Deswegen müssen wir gucken, okay, längster Zug wäre so. Jetzt ist nichts mehr verstopft. Das heißt, das Signal muss wieder? So. Passt alles. Ja. Ja, das da vorübergehend war. Ja, es sind beide weg, weil er ist ja eh durchgefahren. Aber man weiß, was man... Also auch das mit Bahnhöfen. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man kann natürlich auch in Kreisel Bahnhöfe setzen, so wie wir das jetzt hier zum Beispiel haben. Da muss man dann aber auch gucken, dass natürlich der Bahnhof so weit weg ist, dass der Zug natürlich logischerweise nicht in der Kreuzung / im Kreisel stecken bleibt, sondern so wie hier das Ganze hat. Man könnte natürlich jetzt auch zum Thema Wartebahnhöfe das Ganze dann auch hier vorne. Also wenn man weiß, dass die meisten Züge von rechts kommen, die nach oben wollen in diesen einzelnen Bahnhof, wäre schwachsinnig. Also man baut eigentlich in der Regel selten Bahnhöfe direkt nach dem Kreisel. Aber weil man das doch tun möchte und man weiß, da kommt mehr wie ein Zug rein, dann braucht man natürlich irgendwelche Wartebahnhöfe. Entweder dann vor dem Kreisel, aber dann muss man natürlich gucken, vor jedem Eingang so ein Wartebahnhof. Oder man baut halt einen kleinen Wartebahnhof nach dem Kreisel und dann erst den Bahnhof. Wartebahnhof muss nicht unbedingt mit einem Bahnhof sein. Es können auch einfach 2, 3 Spuren nebeneinander sein. Also quasi einmal, so wie wir das vorhin auch schon hatten mit den Ausweichspuren, dass wir da einfach quasi hier... Ah, das war eins zu lang. So. Dass man es so hat und man kann das ja x-beliebig erweitern. Man kann ja auch dann nochmal hier... Das Ganze. Es sieht jetzt nicht schön aus. Muss jetzt nicht schön aussehen. Es sollte nur korrekt sein. So. Man kann sowas auch direkt am Kreisel anschließen. Und wenn man aufgepasst hat, warte. Dann weiß man auch, wie man es mit den Signalen machen muss. Ja, richtig. Denn hier ist es jetzt natürlich ein Sonderfall. Wir haben ja vorhin gesagt, in eine
Kreuzung rein oder in einen Kreisel rein, Kettensignal und raus ein normales Zugsignal. Hier ist es genau andersrum. Sprich, hier gehen wir in diese Wartebuchten. Es geht also auch, das zählt auch für Bahnhöfe. Gehen wir mit den normalen Zugsignalen rein, um hinter uns zu sagen, hey, hier ist jetzt Stopp. Und wenn wir raus wollen, weil es könnte ja theoretisch auch nach diesem Wartebahnhof dann dieser Kreisel kommen. Also, es kann ja sein, wir haben jetzt hier keine Drohnen, deswegen setze ich nur sporadisch hin. Okay, das sieht scheiße aus. Moment. Warte, ich helfe dir. Ja, das geht relativ zügig. Ach, du hast schon Drohnen da? Natürlich. Das wollte ich helfen, ja. So, dann sieht man es besser. Wenn man das natürlich dann so hat, es ist nämlich auch wichtig, Kettensignale können auch, Achtung, Wortspiel, verkettet werden mit anderen Kettensignalen. Das heißt, dieses Kettensignal oder dieses greift... Sie sind schlecht, wisst ihr? Sorry, mach weiter. Greift von diesem Kettensignal und dieses Kettensignal greift natürlich wieder von den anderen Signalen. In unserem Fall natürlich nur von dem hier. Würde aber heißen, wenn ich jetzt hier mal eben kurz das hier weiterspinne, wenn dann hier ein Zug ist, sehen wir, das wird rot. Demnach wird dieses Kettensignal rot. Demnach werden alle anderen drei auch rot. Also können wir das auch so machen. Aber man kann auch sagen, okay, ich scheiß drauf. Ich brauche das Kettensignal nicht. Da zwischen hier und hier ist ja nichts anderes mehr. Wir haben unsere drei Signale, die in diesen Kreis reingehen. Also so würde ich es jetzt machen. Aber das ist jetzt eher eine Geschmacksfrage. Da kriegt man jetzt nicht viel Potenzial raus, wenn ich jetzt unbedingt noch hier vorne auch nochmal ein zusätzliches Signal hinsetze. Von dem her. So, Gottes Willen, wie sieht es denn hier eigentlich schon aus, ey? So. Sollen wir einfach noch ein paar so kreuz und quer reinbauen, oder was? Wie du möchtest. Ja, cool. Machen wir einfach mal. Achso, ja. Das ist ja nicht Sinn und Zweck unserer Aufnahme gerade. Mach mal so weiter, wie wir angefangen haben jetzt. Ja, ich räume mal kurz ein bisschen auf, dass wir einfach hier mal ein bisschen mehr Bauplatz wieder haben. Achso, das können wir ja so machen, genau. Naja, und während die hier aufräumen, gehen wir doch mal hier runter.